Hallöchen und willkommen zurück bei Animal Crossing Wild World. Die letzte Folge kann auch schon wieder ein bisschen her sein, eine Woche oder ähnliches. Ich weiß nicht, auf jeden Fall ist es nicht so regelmäßig, habe ich ja schon mal erwähnt. Die anderen Videos sind auch momentan nicht regelmäßig. Ich hoffe, das bessert sich jetzt wieder, mal schauen. Dazu hatte ich ein kurzes Infovideo hochgeladen, auch bei Facebook was gepostet. Beides ist jetzt nicht mehr im Internet zu finden, beziehungsweise zu finden ja, aber ihr werdet es nicht sehen, weil es nicht auf öffentlich gestellt ist. Weil ich mag es eigentlich nicht, wenn ich Mimimi mache, sag ich mal. Deswegen lasse ich so die Mimimi-Sachen so ungefähr, ja, ein Tag, zwei Tage, drei Tage mal oben und danach sage ich, Mimimi ist jetzt Fujikato. Ne? So einfach mache ich das, weil, wie gesagt, Mimimi ist nicht so meins. So, das, was haben wir denn hier von der ADSH? Das ist doch mal schön, was denn? Danke für deinen Beitritt zur Akademie des schönen Hauses. Wir werden deine Fortschritte verfolgen. Gezeichnet die Akademie. Das ist ja schön. Was haben wir hier? Oh, direkt noch ein B für eine ADSH. Kori, du erhältst 253 Punkte. Du kannst wohl hier leben, aber willst du das auch? Arbeite härter daran, die Akademie. Ja, wir haben ja auch noch kaum Möbel, muss ich zugeben. Deswegen ist das kein Wunder, dass wir da irgendwie nicht groß was reißen können. Oh, Unkraut. Das ist nicht so schön. Hört man das Klicken eigentlich hier? Wenn ich rede, hört man es ein bisschen. Ja, das stimmt, aber ansonsten fällt es nicht unter das Noise Gate. Ja, ich hoffe, das Noise Gate ist nicht so aggressiv eingestellt, dass ich dann irgendwie quasi so... Dass man... Ja, richtig... Richtig, versteht, wenn ich mal was, Oh, guck mal, wir haben einen neuen Bewohner. Hi, du bist... Isolde. Stimmt, schaut er auch sich gerade den Himmel an. Ups, habe ich das gerade laut gesagt? Nein, nein, bestimmt nicht. Ich bin Isolde. In diese Stadt bin ich aus vielen, vielen komplizierten Gründen geflohen. Aber lassen wir das. Wenn du mal Kleider kaufen gehst, sag Bescheid. Das kann ich dann gerne machen, aber ich glaube, Kleider werde ich nicht unbedingt kaufen. Kleidung vielleicht. Damit ich nicht mein Einser-Shirt die ganze Zeit trage. Oh, guck mal, ein großer Fisch. Ich hoffe, ich kann es noch. Sonst habe ich ein Problem. Hallo? Irgendwie, ich krieg's nicht mal hin auszuwerfen. So, jetzt aber. Komm, Fischi. Jetzt dreht er sich natürlich genau um, aber das macht nichts. Ich habe Geduld. Und verzeiht, dass wir die ganze Zeit uns mit sowas wie Fischefang beschäftigen müssen, aber wir müssen ja irgendwie unser Geld verdienen. Und da man Insekten nur im Sommer gut trifft, und das an Palmen, finde ich, also ansonsten hat es sich für mich nie gelohnt, Insekten zu fangen, deswegen bin ich da ein wenig eigen. Es war doch genau vor dem Fischi. Irgendwie mag der Fisch uns aber trotzdem nicht. Das ist schade. Ich habe auch übrigens in der letzten Folge mal den Ingame-Sound ein bisschen lauter gestellt, weil ich finde, die Musik ist einfach legendär und da sollte man nicht irgendwie das zu leise haben. Haha. Na toll. Mal schwimmen die Lachse im Meer, mal schwimmen die Lachse im Fluss. Was ein Frechdachs, diese Lachse. Ja, Witze sind eigentlich ganz nett gemacht. Finde ich irgendwie ganz süß. Was ist das denn? Eine Grille wahrscheinlich. Ja, aber Grillen... Hm. Die Grillen. Hahaha. Gibt's doch den Witz. Sitzt ein Mann mit seiner Freundin nachts unterm Sternenhimmel und fragt, hörst du die Grillen? Sagt sie, ich riech nichts. Hohohohohohoho. Das ist ja cool. Schwupp. Komm her, Fischi. Mal schauen, was es für ein Fisch ist, falls wir ihn überhaupt angeln, falls ich es überhaupt hinkriege. Es kann natürlich durchaus sein, dass ich jetzt blind versage. Zum Beispiel wie wieder beim Auswerfen. So, vielleicht so. Komm schon, Fisch. Falls das überhaupt ein Fisch ist. Ein Hai ist ja, soweit ich weiß, kein Fisch. Hey, der hat sich genau dahin gedreht. Ich hab's gesehen. Der hat unseren Schwimmer ignoriert. Das ist seltsam, dass Haie sowas machen. Oder ich weiß ja nicht mehr, ob es ein Hai ist. Vielleicht ist es ein Mondfisch. Ah! Dieser zuckende Daumen, der ist echt...
der wird uns noch so die ein oder andere Ernte verhageln hier, wo ich hier mit meinem Daumen sitze und dann... Vor allem, wenn es gerade um einen schwierigen Fisch geht, dann ist der Daumen noch schlimmer. So, beiß an. Jetzt beiß an. Komm. Ja, und ich krieg ihn nicht. Da habe ich es schon mehr oder weniger hinaufbeschworen. Und ich kriege es dennoch nicht hin, den Fisch vernünftig zu fangen. Das ist irgendwie nicht sehr schön. Da hier sind aber viele Grillen. Wer wohnt denn hier? Sind ziemlich viele dazugezogen, ne? Victor, sagt mir jetzt gerade nix. Also, der Name kommt mir bekannt vor, aber auch nur vielleicht, weil ich mal einen Victor in Real Life kannte. Ich schaue einfach mal bei ihm vorbei. Hat er sicher nichts gegen, wenn ich hier um 20.30 Uhr dieser Sound einfach mal bei ihm vor... Ach, der Hund ist das. Der Mumienhund. Der Sonnenuntergang ist so feurig und wunderschön. Fantastisch. Da will man auch gerne spazieren. Mit so einer Kulisse nicht. Hohoho, deswegen nennen mich alle Victor. Die romantische Seele. Das ist schön. Na dann, Victor Nummer 23. Diese Sounds, die sind grässlich. Ich hoffe, ihr erschreckt euch nicht zu sehr, wenn ihr Kopfhörer tragt und dann gehen wir raus und dann wasch auf einmal dieser mega Soundbug, der da dann immer kommt. Das ist nämlich nicht das Schönste, muss ich zugeben. Ich wollte ja noch zu Tom Nock, genau, vielleicht hat er eine Gießkanne für mich. Das fände ich nämlich schön. Oh, Wazi hat neue Kleidung. Kein Wunder, wenn er mit Isolde redet. Die ist ja so eine Kleidungsfreakin. Was ist eigentlich das feminine Wort zu Freak? Freakin? Nein. Ja, gibt's einen femininen Begriff zu Freak? Das würde mich jetzt gerade mal interessieren, weil mir fällt gerade keiner ein. Also ich weiß, dass es von Nerd Nerdin gibt, aber Freakin? Klingt komisch. Oh, da. Ich kann das echt nicht. Ich glaube, wir werden das ein oder andere Mal Geld zum Fenster rauswerfen wahrscheinlich. Der sah nämlich größer aus als ein Lachs, der Fisch eben. Wahrscheinlich war es dann auch kein Lachs, sondern irgendwie ein Arowana oder ein sonst was, was es da noch gibt. Es gibt ja noch dieser, den rot-grauen, also braun-grauen. Nein, Fliegen. Ich meine Mücken. Ich hasse Mücken. Und der ist eigentlich auch ganz nett. Der bringt auch relativ viel Kohle. Und dann gibt es natürlich noch die Goldmakrele. Die ist das Ding schlechthin. Die bringt irgendwie glatt 15... Oh, Sound. Und natürlich hat Tom Nock keine Gießkanne. Wäre auch zu schön gewesen, wenn er hätte gießen können. Ich dachte früher immer, mit Fassade könnte man irgendwie sein Haus renovieren. Betonwand. Ich schaue sie mir mal an, aber boah, nee, Alter. Nee, da kann man sich nicht antun. Da kann man nicht gemütlich... Nein! Ich und mein vorlauter Finger. Das gibt's doch nicht. Grässlich sowas. Feudalteppich. Feudalzeit ist doch irgendwie Mittelalterzeit, oder? Oder irre ich mich da? Der sieht eigentlich ganz nett aus. Aber ich weiß nicht, ob ich den haben will. Weißt du was? Wofür haben wir das Geld? Ich nehme es einfach. Danke, Tom Nock. Sehr freundlich von dir. Auf jeden Fall nehme ich dann jetzt noch hier die, Aurikel. Genau, 80 Sternis. Ach, es steht da tatsächlich sie. Ich dachte immer, steht da immer es. Das ist seltsam. Dann habe ich mein Leben lang sozusagen eine Liebe gelügt. Lüge gelebt. So, ich möchte bitte verkaufen. Du kannst die Betonwand nämlich gleich wieder haben. Und du gibst mir natürlich nicht den vollen Preis. Das wäre auch zu schön gewesen. So, dann einmal das, dann einmal das. Arbeitsuniform. Einfach, weil es ein Andenken ist. Kinderkommode. Und Toaster. Den Toaster behalte ich einfach mal. Einfach vielleicht, ja. Wir haben immerhin einen Smartkäfer dafür rausgegeben. 1387 Sternis. Dann haben wir wenigstens ein bisschen was wieder raus. Das war alles. Vielen Dank. Verstehe, nur solltest du etwas benötigen, melde dich einfach bei mir. Das kann ich durchaus tun. Vielen Dank und ciao. Danke für deinen Besuch. Beehre uns bald wieder. Wir würden uns freuen. Soundbugs. Ohne Ende. So, mit der Angel gehen wir mal zu Tina und Sina, den Modeschneidern. Hallo, Tina. Na, wie geht's? Ich hoffe doch gut.
Ich weiß, ich kann auch Modedesigner werden, aber ich bin nicht so der ideale Modedesigner. Und irgendwie... ich mag Violett, ne? Auch wenn mein Dingens momentan rot ist. Ich hatte mal eine Zeit lang einen violetten Avatar. Ich und mein vorlauter Finger. Ich wollte mir das doch erstmal angucken. Ich weiß nicht, das sieht eigentlich eher nach einem Frauendingens aus, aber man kann es ja mal... Öko-Outfit. Nee, nicht so ganz. Da behalte ich lieber erstmal mein 1er-Outfit. Und pack das da schon mal rein, dass ich werde dahinter überhaupt keinen Überblick mehr haben, was wo drin ist. Das hatte ich beim früheren... Das mache ich, baue ich mir, wenn ich später mal ein Auto habe, baue ich mir als Hupe ein. Das wäre ideal. So, was steht denn so auf dem schwarzen Brett? Hinweis, morgen ist La-La-Tag. Der beste Song wird zu unserer neuen, tollen Stadtmelodie ernannt. Wer ist kein langsamer Jazz? Gut, dann halt kein langsamer Jazz. Schade. Dabei ist das doch meine Lieblingsmusik. Moment, was? Wir haben ja eine Schaufel, ne? Es gibt auch diesen Geldstein. Das ist mir beim Bearbeiten der letzten Folge aufgefallen. Nee, joch. Die ist mir aufgefallen. Deswegen würde ich mal sagen, ist unsere Blume schon weg. Das heißt, eigentlich ist das jetzt umsonst, dass ich hier die Aurikel pflanze. Ja, unsere Blume ist tatsächlich schon weg. Gut, dann mache ich mal hinter mir ein Loch. Schnuck. Und dann ist das der falsche Stein. Schade, vielleicht ist das der richtige Stein. Wir werden es sehen. Da wollte ich eigentlich gar kein Loch. So, das ist ein bisschen schwierig, hier mit dem Controller zu navigieren. Weil der irgendwie so ein bisschen nicht ganz so sensibel ist, habe ich das Gefühl. Also man muss schon ziemlich weit drücken und dann drückt man ein Tickchen zu weit. Und dann dreht man sich gleich irgendwie 50 Mal um die gesamte Erdumlaufbahn. Das ist immer so das Problem. Kennt ihr vielleicht auch? Hi, Quacko wollte ich schon wieder sagen. Dabei heißt er Bill Gates. Bill Gates ist also hier. Deswegen kann er sich auch die ganzen Blumen leisten. Das erklärt so einiges. Und ich hätte mal diesen Lachs. Das sehe ich sofort. Diesen Lachs. Ja, Mai. Da ziehst du einen Lachs schon wieder. Ich möchte gern Geldstein finden. Noch. Da habe ich wenigstens auch was fürs Thumbnail. Das ist doch auch ganz schön. Thumbnail. Weil ich weiß leider, ich weiß bei Harvest Moon auch nie immer, was ich da noch alles als Thumbnail machen soll, weil ich irgendwie schon gefühlt alles mal als Thumbnail gemacht habe, weil wir sind da jetzt bei Folge 211 oder so und ganz ehrlich, ich habe schon alles in diesem Spiel als Thumbnail gemacht. Außer eine Sache, da müsste ich eigentlich mal ein Special Thumbnail für machen und nicht so ein normales. Eine Sache kommt ja noch und ach ja, für die sich wundern, das Projekt ist nicht beendet. So, jetzt einfach mal im anderen Projekt darüber hier reden, sondern ich wollte etwas ausprobieren. Und deswegen kam da jetzt eine Zeit lang nichts. Verzeiht mir das bitte für alle, die gerne Harvest Moon gucken. Und das sind ja, also der größte Teil meiner Zuschauer guckt ja am liebsten Harvest Moon. Das hat ja immer am meisten Aufrufe. Animal Crossing hatte jetzt auch relativ viele Aufrufe. Der erste Part hat schon über 300 Aufrufe. Das ist, also das ging schnell bei mir, innerhalb von 3 Wochen über 300 Aufrufe. Das war schon nicht ohne. So, dann haben wir wenigstens hier ein paar Sternis und dann habe ich doch tatsächlich etwas fürs Thumbnail, das ist doch schön. Das freut mich, muss ich nur dran denken, dass ich das hier habe. Und das Gute ist ja, da ich neuerdings auch anstatt mit OBS, mit MSI auf Minecraft aufnehme, habe ich nicht mehr das Problem, dass ich die Videos so schlecht spulen kann, weil das war immer echt unschön, so ungefähr 10 Sekunden zu warten, bis man sich den nächsten Frame angucken konnte. Das ist immer, ja, ein bisschen sehr nervig. Und deswegen... Also eigentlich grundlegend aus diesem Grund bin ich zu MSI Afterburner umgestiegen, einfach damit ich als AVI aufnehmen kann mit Kompression, damit ich quasi halbwegs volle Geschwindigkeit im Spiel habe, aber auch
spulen kann, das Video, und nicht irgendwie, ja, für ein Thumbnail raussuchen, ist das echt grässlich, wenn man dann irgendwie, dann wartet man, dann klickt man weiter und dann wartet man, dann klickt man weiter und dann wartet man, weil man weiß ja nicht unbedingt, oh ja, bei Minute 14:35, 960, weiß ich genau, da habe ich den Frame, den ich nehmen will, oder sagen wir Frame 22.739, ist genau der Frame, den ich haben will. Das weiß man ja nicht. Ich glaube, ich war letztes Mal kein Kaffee trinken, oder? Ja, stimmt, da. Oder? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gehe ich jetzt Kaffee trinken. Das ist, denke ich, das habe ich mir verdient. Nach einem harten Tag, wo mir ungefähr gefühlte 10.000 Fische entkommen sind. Weil ich es einfach nicht hinkriege. Viel mehr kann ich ja heute auch eigentlich nicht machen, weil irgendwie schon alles, ja, ist dunkel und, irgendwie Fische. Ich kann ja gleich nochmal eine Runde gehen, um Fische zu fangen. Aber vorher trinke ich einen Kaffee, damit ich ein bisschen fitter bin. Ich bin so niedergeschlagen. Hallo Kofi, na wie geht's? KK ist nicht da. Der Kaffee erscheint mit 200 Stellensprotesse. Vielleicht etwas teuer. Er ist es aber auf jeden Fall wert. Dann einen bitte. Danke. Ich mag die Musik, die fand ich immer ganz nett. Na dann, bevor es kalt wird. Eine frisch gebrühte Tasse. Zum Wohl. Vielen Dank. Ja, ich weiß, man kann auch auf das andere klicken, aber das mache ich jetzt nicht. Dann regt sich Kofi nur auf. Oha, geht glatt hinunter mit einem angenehmen, reinen Nachgeschmack. Ja, das ist doch super, nicht wahr? So. Danke. Ja, ja, vielen Dank, Kofi, für den leckeren Kaffee. Wie geht's dir eigentlich? An unserer Spezialmischung interessiert? Ja, eigentlich schon. Wenn der Kaffee wirklich so gut schmeckt, dann hätte ich ihn auch ganz gerne jeden Morgen bei mir zu Hause. Aber eigentlich der Kaffee, den meine Mutter da macht, der schmeckt auch ganz gut. Deswegen ist das, denke ich, okay. Aber so ein Spezial Kaffee wäre sicher auch gar nicht mal so verkehrt. Aber da ich eh eigentlich nur mit viel Milch und Süßstoff trinke oder Zucker und der Geschmack dadurch ja relativ verfälscht wird, ist das eigentlich nicht so wichtig, außer in meiner Schule. In meiner Schule gibt es so ekelhaften Kaffee. Also ich bin eigentlich nicht sehr etepetete, was Essen angeht und so. Es kann auch mal ein bisschen, ja, kann ein bisschen angebrannt sein oder kann ein bisschen, die Nudeln können ein bisschen pumpig sein, ist alles kein Problem. Aber der Kaffee, der, das ist schlimm. Der schmeckt ganz seltsam. Der schmeckt so, als hättest du irgendwie alle Medikamente, Kindermedikamente der Welt in deinen Kaffee gekippt. So schmeckt der. Und Milch hilft da auch nicht. Das ist sehr seltsam. Ich frage mich auch, was das für eine Kaffeemischung da immer ist. Vielleicht liegt es ehrlich an der Kaffeemischung, vielleicht auch an der Maschine, die da ist. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich es mir in der Schule ganz schnell wieder abgewöhnt, Kaffee zu trinken. Weil ich das echt nicht so dolle fand. Und irgendwie sind hier keine Fische. Keine Fische. Oh, Fisch. Falsche Taste. Fisch, aber das ist jetzt wahrscheinlich ein Seelachs, weil ich kenne keinen anderen so großen Fisch im Meer, wenn es nicht regnet. Aber der ist sehr groß, ne? Ich probiere es einfach mal. Nein, dieser zuckende Finger, echt. Wie viel? Ich habe heute 5 Fische versucht zu angeln und mir sind 4 entkommen. War das nicht so? Ich bin mir 100% sicher, das ist ein Seelachs, aber... Nee, Seebarsch heißt der, ne? So, jetzt aber Konzentration. Komm schon. Na, endlich. Ohoho! Königslachs. Dann war das andere wohl auch ein Königslachs. Der König ist tot. Es lebe der Fischkönig. Aha. Ich frage mich, was das für ein Lied ist. Der König ist tot. Kann ja nicht dieses Karnevalslied sein. Die Karawane zieht weiter. Der Sultan hält Dusch. Der Sultan hält Dusch. Also hält durch irgendwie, soll das heißen. Ich weiß nicht genau, wie das geht.
Ich habe es auf jeden Fall früher nur gekannt und jeder, den ich kannte, dachte immer, es heißt, der Sultan ist tot, bis mich dann jemand aufgeklärt hat, dass es eigentlich ganz anders heißt. Und dann war der Traum vom Lied vorbei und ich war in der Realität. So, ich fange die mal, das Fischchen da mal. Und dann verkaufe ich gleich noch meinen Königslachs. Ach, das war zu weit unten geworfen. So, komm her, mein Freund. Komm her. Heppa. Hervorragend. Na komm schon. Ja, und mal sehen, was ist es? Ein Barsch. Da kneift mir doch einer in den, ich sag es jetzt mal, Arsch. Boah, ich habe ein böses Wort gesagt. Das kennt man ja eigentlich nicht von mir, weil ich eigentlich nicht so der rumfluchende Typ bin. Außer halt jetzt mal, wenn es irgendwie in einer Situation ist und ich irgendwie genervt bin, dann sage ich auch schon mal Scheiße. Das ist nicht die Sache. Ich glaube, das sagt so gut wie jeder. Aber eigentlich Beleidigungen und so mag ich nicht so sehr. Deswegen unterlasse ich die in der Regel. Und jetzt haben wir einen Stahlkopf. Ein Stahlkopfforelle. Was für ein Sturkopf. Nee, Stahlkopf. Tom Nux, Ladin. Willkommen. Bitte sieh dich ruhig um. Lass dir Zeit. In der Tat, das könnte ich machen, aber du könntest Folgendes für mich tun. Ich möchte nämlich ein paar Sachen verkaufen. Und zwar möchte ich unseren wundervollen Königslachs verkaufen, unseren wundervollen Barsch und unsere wunderschöne Stahlkopfforelle. Und zusammen wären das 2007... Was? Ein Königslachs gibt nur so wenig für so einen dicken Fisch? Nee, das ist irgendwie traurig. Ich dachte, er bringt mehr. Und warum haben wir da noch ein Geldbündel in der Tasche? Weiß ich auch nicht. Okay, Nock, ciao. Danke für deinen Besuch. Wir sehen uns bald wieder. Wir würden uns freuen. Ja, ich würde mich freuen, wenn du bald eine Gießkanne im Angebot hättest. Das fände ich äußerst schön. Bling, bling. Dim, 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 dim. Dö, 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 dö. Ach nee, kommt erst gleich. Aber egal, ich pflücke noch eben das Unkraut da. Und dann gehe ich, denke ich mal, ins Bettchen. Die Folge ist immerhin schon wieder 22 Minuten lang. Und Animal Crossing wird auch irgendwie relativ groß. Fast so groß wie Minecraft. Wahrscheinlich, weil so... Och nee, nicht schon wieder. Ist ja... Hey, hier sind gar keine drunter. Das wundert mich jetzt. Ah, wahrscheinlich, weil ich nur eine Woche weg war und nicht zwei Wochen oder so. Na denn, FFN, gehe ich mal in mein Bettchen. Gute Nacht. Möchtest du das Spiel jetzt beenden? Speichern und beenden. Okay. Und dann schalte das System nicht aus und entferne bitte die nicht vorhandene DS-Karte, die ich natürlich sofort entfernen werde. Klick, klick. So, jetzt ist er draußen. Was sagst du jetzt, Spiel? Oh. Dann würde Resetti kommen. Ja, Resetti, das ist echt der tollste Name. Ganz früher, weil ich noch nicht so gut Englisch konnte, wusste ich natürlich nicht, woher der Name Resetti kommt. Mittlerweile weiß man es natürlich, woher der Name kommt. Oder kann es sich denken. Ich vermute jedenfalls, dass er daherkommt. Ich habe keine offizielle Bestätigung von Nintendo oder von irgendeiner Seite, sondern ich denke einfach mal, ich weiß, woher er kommt. Jedenfalls, Spiel wurde gespeichert. Wir würden uns freuen, wenn du uns bald wieder besuchen würdest. Ich würde mich auch freuen. Dann sehen wir jetzt nochmal kurz den Startbildschirm. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen und Zuhören, falls du das Let's Play im Hintergrund angehabt hattest, was weiß ich. Naja, auf jeden Fall dann. Ciao. Da ist die 5.